Stimmt, da war was. Na, Mohammed Es war doch schon die Zeit um, als er noch in seiner Hälfte war. Also, oh mein Gott! Was passiert hier? Ich hab den nach unten rausgepasst! Ey! Oh mein, ich hab so ein Game noch selten erlebt. Selten. Ab und zu passiert das schon in FIFA, aber Bruder, die Zeit war schon um, als er den Ball hinten hatte. Da hätte jeder Schiri abgepfiffen. Er lässt ihn mal laufen, ich fang den ab. Anstatt dass er einen Rausspielpass in die Mitte zieht. Mein Gameplay und Kommentator und so weiter schläge ich ganz. Oha! Oha! Was hast du denn mit Salto, Digga? Hab ich noch nie gesehen. Backflanke, so wie hier. Zack. Auf Valverde. Valverde schickt rüber auf Haaland! Digga, das ist nicht normal. Nein, der verspringt nicht zum Abstoß. Mein eigener Spieler blockiert. Ich krieg'n. Nein! Das kann nicht sein! Und welche Sorte Joghurt mit der Ecke? Die ist bei Rewe im Angebot, ne, glaube ich. Wenn du da zugeschlagen hast. Hä? Wie verpackt war das denn? Erst die Schlagzeilen, nun wurde Mbappé wirklich verhext. Hä? Du hast so ein YouTube Video Chat. Ja, du kannst auch gucken, wenn du es nicht zeigst. Jetzt ist wirklich Ende. So eine Scheiße! Okay. Hä? Ist doch volle Umdrehung, oder? Hä? Hier ist Sports? Alles gut bei euch? Och, Erling! Cristiano! Ronaldo! Guck mal, Digga, wie spiel kann man so hässlich. Er führt 4-0! Wie kann man so hässlich spielen? Guck mal, ey, das ist so. Daran merkt man einfach, wie scheiße dieses Spiel ist. Dass er mit seinem Tor, dass ich seinem Torwart nicht mal den Ball abnehmen kann. Und dann pfeift er auch noch ab, Junge. Daran merkt man schon wieder, wie lächerlich dieses scheiß Spiel ist, Alter. Mach weiter so, Bro. Nee, morgen muss neuer Tweet. Schöner Pass. Oh! Digga, ist das ein Hurensohn-Spiel, ne? Ein weiteres Mal der Versuch. De Bruyne! Ach, zum Glück war das abseits, Digga. Oh. Oh mein Gott. Abu, nachdem er einmal in meinen Videos war. Deinstallieren. Ja. FIFA 23 wird entfernt. FIFA 23 wurde erfolgreich deinstalliert. Nicht mal mehr privat werde ich das spielen. Nicht mal mehr privat. Was?
Nein, noch mehr Spaghetti. Hä? Ja, EA Sports, ihr habt wieder alles richtig gemacht, ehrlich. Junge, Junge, Junge. Erling, nochmal ein Ründchen, komm. Ein Ründchen geht. Aber nicht so hart. Nicht so hart. Und nicht im Kreis. Nicht so hart und nicht im Kreis. Ja, so ist gut, so ist gut. Hallo, nicht so hart, habe ich gesagt. Oh, oh ja, so ist es gut. So ist es perfekt. Ey, nein! Der steht einfach wie so ein Baum rum. Und der spielt den einfach mitten in die Mitte und das war's. Gut, dann haben wir das geklärt. Ich will diesen Tisch endlich durchkriegen. Junge, wie sieht dieser Controller bitte aus? Ich brauche noch Zucker für meinen Kaffee und so, weil ich trinke die ganze Zeit Zucker ohne Kaffee und schmeckt mir leider nicht so gut, ne? So ein Hurensohn! So unverdient! Du Hurensohn! Keine Ahnung, Wette auf ja, neue Wette neu ist gekommen mit den Win, ja oder nein? Oh oh. Ich glaube, es ist dringend. Also jetzt kommt so eine private Story, die darf eigentlich keiner wissen. Ich war ein kleines Kind, war Badewanne. Mit meinem Opa. Mit meinem Bruder. Und ich kenne die einzigen Dödels, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren meine und von meinem Bruder. Und die waren mit so 8 so klein, mit 9. Und irgendwie waren wir in Libanon, gab es so eine riesen Badewanne. Wir sind einfach duschen gegangen, so. Dings da baden gewesen. Und mein Opa hat seine Hose ausgezogen und ich habe in meinem ganzen Leben nicht sowas gesehen. Ey, wirklich, so ein Dingen. Ich dachte, ich und mein Bruder dachten, er hatte eine Krankheit. Wir wussten nicht, was das ist. Wir wussten nicht, dass es große Dinger gibt. Und anscheinend haben wir etwas von ihm geerbt.